Gut, mit einem Lächeln auf unseren Gesichtern empfangen wir hoffentlich auch dich, freudestrahlend von innen, weil wir gehen davon aus, dass du schwanger bist oder angehender Papa. Und wir wollen eine Frage beantworten, die ist so zentral, die würde ich auch stellen, wenn ich selber schwanger wäre. Welche 3 bis 5 Hauptfähigkeiten, Jasmin, können wir den Schwangeren, den werdenden Eltern auf den Weg geben, die du unbedingt nach unserer Meinung eintrainieren solltest während der Schwangerschaft, damit die Schwangerschaft und die Geburt einfach nur gut gelingt? Welche Hauptfähigkeiten, Jasmin, würdest du da sehen, rein auch aus gehirnwissenschaftlicher Forschung heraus? Die erste Hauptfähigkeit ist, wie kann ich mich in die Ruhe bringen, am besten auf Knopfdruck. Auch das ist etwas, was man trainieren kann und der Alltag hat genug kleine Stressfaktoren, dass ich das tatsächlich tagtäglich üben kann. Also wie schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit so zu lenken, dass ich tatsächlich in der Lage bin, meinen Zustand zu switchen? Ja, also ich weiß, also ich habe zum Beispiel trainiert, wenn ich mir den Ellenbogen stoße, dass ich nicht mehr jammer, sondern ich kann innerhalb von Sekunden diesen akuten Schmerz abschalten. Das war ein Trainingsprozess, dadurch, dass ich viele Meditationen mache. Wie kann ich aus einer Stresssituation, wenn ich bewusst sage, ich möchte da jetzt rauskommen, dass ich nicht mehr Opfer bin, sondern dass ich bewusst lenken kann. Wenn ich Genau. diese eine Fähigkeit habe, dann bin ich einen sehr großen Schritt weit. Haben wir es eigentlich schon ziemlich auf den Nenner, Hauptnenner gebracht, weil das hat wieder, und wir können lange rumreden, es hat immer mit dem Denken zu tun, mit deinem Lenken deiner Gedanken, deiner Gefühle und deiner Handlung. Und meine Sichtweise, wenn ich mich da noch einbringe, also ich bin Traumatherapeut und wenn du deine, wo auch immer schlummernden, unterbewussten Ängste nicht aufdeckst, sie wahrnimmst, sie anerkennst, zum Freund machst und dann in eine Stärke wandelst, dann kommen die als Begleiter mit ins Geburtszimmer und das kann nicht gut kommen. Also es werde Kurzfassung komplett angstfrei und nicht nur eine CD hören und darüber irgendwie dann etwas überdecken und unten schlummert dann trotzdem noch diese Angst. Es darf aufgedeckt werden. Zweiter Faktor, ja. Dann, also in der Ruhe, haben wir direkten Zugang zu unseren Schmerzmitteln im Gehirn, weil die dann ausgeschüttet werden. Am liebsten die Schwangerschaft genießen. Und ich wünsche das jeder Frau, denn ich habe damals meine Schwangerschaft nicht genossen. Es war Stress, weil ich habe mich nicht immer super gefühlt. Ich wurde immer runder, ich wurde immer langsamer und der Stress wurde immer mehr. Und es ist eigentlich so ein wunderschönes Erlebnis, wenn wir uns mit unserem Kind verbinden. Genieße, soweit du es kannst, soweit es möglich ist. Genieße diese Werdensphase, dieses neue Kind, dieses neue Wesen, was in dir entsteht. So oft wie möglich genieße es. Und in der Essenz dann wieder auf die Gehirnforschung, wo du herkommst. Schau, wenn du genießen tust, wenn du für dich gut schaust, dass es dir gut geht, dann werden Glückshormone entstehen. Ja, und das. Oxytocin, Endorphin, all das, was wir schon in den anderen Videos besprochen haben. Und dann bist du wieder in einer Flow-Phase. Je mehr du das machst, desto besser wird die Geburt gelingen. Das ist wissenschaftlich längstens dokumentiert. Also dieser Punkt ist so elementar. Schau, auch wenn du halt Übelkeit hättest, auch wenn du Rückenschmerzen hättest, auch wenn gewisse Dinge nicht gut laufen während der Schwangerschaft, was wir immer ändern können, sind manchmal nicht die Umstände, aber immer unsere Einstellung, wie wir über diese Umstände denken oder wie wir dazu einen Bezug nehmen. Da bist du immer in deiner Macht. Und ich würde noch am Schluss hineinfügen, geh nicht allein in die Geburt. Nein. Schau, dass dein Partner oder wenn es eine Frau ist oder deine Mutter die Auslöser kennt, weiß, wie er dich immer wieder in deine Mitte hineinführen kann, weil es ist ein archaischer Prozess, die Geburt. Du kommst an deine Grenzen und es ist so wichtig, dass jemand da ist, der diesen heiligen Raum behütet und beschützt, dass du bei dir bleiben kannst. Richtig, Jasmin. Absolut. Und ganz wichtig, es muss nicht der Vater des Kindes sein. Genau. Wir treffen alle unsere Entscheidungen, wir werden schwanger. Es ist nicht immer der, der tatsächlich in der Lage ist oder auch willens ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, naja, mein Partner, der macht das alles nicht so mit,
nimm dir eine Person des Vertrauens, wer auch immer das sein kann, ob die beste Freundin oder wer auch immer, jemand, der am besten ein klein bisschen mit durch diesen Übungsprozess geht und der weiß, wie er dich lenken kann. Absolut, ja. Hauptsache, ihr seid ein Ein eingespieltes Team. Team, ja, ein Team. Das ist das, was wir sagen wollten. Wir hoffen sehr, die Jasmin aus dem Gehirnforschungssektor, der Urs aus 17 Jahren sanfte Geburtstraining-Erfahrung, hoffen sehr, wir konnten dir einige motivierende Inspirationen mitgeben in dieser Videoserie, auch in diesem letzten. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, die Kontaktdaten, die findest du auf dieser Seite oder unterhalb dieses Videos, je nachdem, wo das jetzt eingepflegt wurde. Kontaktiere uns, wir sind jederzeit gerne für dich da, für weiterführende Informationen über die Jasmin und ihre ganzen Arbeiten oder unser gemeinsames Erforschen auch, ja, was wir da ja in die Wege geleitet haben oder über sanfte Geburt. Das findest du alles auf dieser Seite. Und wir bedanken uns noch einmal, dass du so eine wunderbare Mama bist und so ein wunderbarer Papa, der schon so gut für sich und das Kind schaut. Einfach nur danke, dass du hier warst. In diesem Sinne glaube ich, Jasmin, auch von deiner Seite. Danke, dass du da Alles, alles warst. Gute. Ja, alles, alles Sehr Liebe. gerne. Macht's gut und genießt die Schwangerschaft.